Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen und die Mühlen mahlen leiser. Dementsprechend ist es auch für uns an der Zeit, ein erneutes dickes fettes Dankeschön an euch auszurichten für die vergangenen 12 Monate, die ihr uns hier täglich verfolgt habt. Sowohl auf dem Kanal Fußballszenen Deutschland als auch auf German Ultras veröffentlichten wir ausnahmslos jeden Tag ein neues Video, um euch mit alten und aktuellen Geschehnissen aus Ultra Deutschland stets auf dem Laufenden zu halten. Somit ist es auch für uns an der Zeit, mal die kommenden Feiertage mit den Ängsten aus Familien und Freundeskreisen zu verbringen und uns nicht den Rambo-Internetkriegern zu widmen. Neben einzelnen vorproduzierten Videos auf Fußballszenen.de wird es bis zum Jahreswechsel dann erst einmal ruhig auf unseren Kanälen. Wer trotzdem über Weihnachten Zeit hat, findet jedoch sicherlich in unserer mittlerweile fast 500 Videos großen Mediathek sicher den einen oder anderen Hingucker, den es sich lohnt, nochmal anzuschauen und das erlebte Revue passieren zu lassen. In diesem Sinne möchten wir auch euch ein frohes Fest im Kreise der Familie wünschen. Erholt euch und schaltet mal vom ganzen Trubel rund um die deutschen Fußballstadien etwas ab. Die aufgrund der anstehenden Europameisterschaft eher kurze Winterpause ist ab Beginn Januar fast schon wieder vorbei und fordert jeden Einzelnen, egal ob Fankutte oder Hooligan. Auch möchten wir noch einmal ein paar Worte an alle ausgesperrten sowie inhaftierten Fußballfans richten, die auch diese Saison wieder vor den Toren standen oder gar hinter Gittern saßen. Eure Zeit wird kommen, haltet durch. Schlussendlich sollten wir uns alle bewusst sein, dass Fußball ein verdammt geiles Hobby ist und unser Leben vom tristen Arbeitsalltag wieder Farbe verleiht. Vor allem in Deutschland können wir zur aktuellen Zeit noch froh darüber sein, wie wir Fankultur und das Ganze drumherum ausleben können, ohne unter extremen Staatsrepressionen wie beispielsweise in Spanien oder England leiden zu müssen. Nehmt euch dennoch jetzt mal die Zeit für all diejenigen, die während ihr das Jahr über im Stadion wart, zu Hause gesessen haben und an euch gedacht haben. Denn für genau diese Menschen sind die kommenden Tage ohne Fußball das Größte. In diesem Sinne, frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage allen erlebnisorientierten Fußballfanatikern.